3, 2, 1, 0. On and running. Ja, ein Stück weit Wehmut dabei natürlich, weil man so viele schöne Erinnerungen mit dieser Achterbahn verbindet. Aber ich freue mich natürlich auch auf Eurostar 2.0. Aber jetzt schon ein bisschen traurig, muss ich schon sagen. Ja, gut, ein spezieller Moment, dass wir alle in einem Zug sitzen. Wir freuen uns auf das, was kommt, aber es ist natürlich auch eine Hommage an Opa. Und deshalb ist viel Harmonie, Erinnerung und auch Gefühl bei letzten Fahrt dabei. Lange nicht mehr im Licht gefahren. Zum letzten Mal, als die Halle noch nicht zu war. Und jetzt mal wieder bei Helligkeit. Es ist fast anstrengender, wie wenn es dunkel ist. Ja, jetzt eine ganz andere Fahrt, weil bei Licht, normalerweise hat man es in der Dunkelheit erlebt, bis auf die allererste Fahrt, die ich gemacht habe, wie die Höhle noch nicht rum war oder geschlossen. Was Besonderes, ja. Ich bin immer noch komplett geflasht. Und dann habe ich auch noch das Glück gehabt, noch in der ersten Reihe sitzen zu dürfen. Zweimal dann bin. Da kommen wirklich die Tränen. Es war meine allererste große Achterbahn, im Jahr 2000 war das. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen in der Welt und das war einfach der Standpunkt meiner Fankarriere. Und wir hängen so viele Emotionen an dieser Bahn, ich kann es nicht in Worte. Ich glaube, man hört schon, dass die Stimme ein bisschen bricht gerade. Ja. Wir sehen im Hintergrund gerade die Bauarbeiten. Es sind sozusagen zwei Baustellen parallel. Zum einen die Auswechslung der Schiene, das heißt die komplette Schiene wird ja neu in Waldkirch hergestellt nach neuesten Fertigungstechniken und auch DIN-Normen. Das heißt, wir haben das Neueste vom Neuesten, was die Schiene betrifft, in der Achterbahn, haben dafür die Öffnung oben an der Kugel, um die Schiene auszuwechseln. Und direkt hinter uns sehen wir eigentlich die wunderschöne Fassade. Wir erweitern Frankreich. Es ist momentan viel auch kennenlernen. Es hat noch nie jemand einfach nur die Schiene ausgetauscht von der Achterbahn. Meistens tauscht man die Stützen auch mit aus. Wir machen das nicht so. Da müssen wir selber eigentlich Learning by Doing machen. Die Herausforderung hier war, dass wir natürlich wieder eine existierende Attraktion haben. Also die Kugel war die Kugel. Und es gab ja auch früher einen Anstellbereich, der war einfach nur überdacht. Und wir wollten gerne im Prinzip rechts und links vom See in Frankreich, gibt es ja auch Fassaden, wunderschöne Fassaden vom Ulrich Damrauer designt damals. Und irgendwie wollten wir die Klammer spannen. Also wir wollten im Prinzip, dass mal, wenn man an diesem See steht und halt wirklich 360 Grad herumguckt, man sich halt irgendwie in Frankreich fühlt. Und deswegen haben wir verschiedene Fassaden entwickelt, die einfach unsere Geschichte transportieren. Und die Geschichte war halt, dass wir irgendwo einen sexy französischen Lifestyle erzählen wollen um die Jahrhundertwende, also einen Lebensstil. Und natürlich auch irgendwo mit richtig typischen Klischees wieder spielen. Und da hat man halt Glück, die Kooperation mit Moulin Rouge eingehen zu können. Und deswegen bauen wir jetzt halt irgendwie als, glaube ich, einziger Standort weltweit die Moulin Rouge auch nach. Die Kooperation mit dem Moulin Rouge ist natürlich in der Branche was Einmaliges. Ich war sofort begeistert, als Michael mit dem Thema ankam. Es ist ein Familienunternehmen, es ist ein weltbekannter Begriff. Wir sind in Frankreich. Ich glaube, besser geht es überhaupt nicht. Das ist eine absolute Punktlandung, ohne dass ich jetzt weiß, was die Gäste in wenigen Tagen über das Ride sagen werden. Wir arbeiten jetzt jeden Tag 15 Stunden, mindestens eher 17 an der Anlage. Und der Rest kommen die Thematisierer, die wir hier ausgebreitet haben. Also es ist schon noch einiges zu tun, aber es wird. Zwei Bahnen auf einer Schiene ist ja eine absolute Weltneuheit. So etwas gibt es in keinem Freizeitpark der Welt bisher. Und da bin ich schon ein Stück weit stolz, dass es uns gelungen ist, aus Eurostar eine solche tolle Attraktion zu zaubern. Es gibt Free-Roaming-Experiences weltweit, aber es hat noch nie jemand gewagt, die Kombination aus Free-Roaming-Experience, also sprich, ich bewege mich frei und steige dann in einen Achterbahnwagen ein, der sich später bewegt. Das hat noch keiner gemacht. Eurostar Costiality wird unglaublich. Eine Achterbahn kombiniert mit einem VR-Headset. Die Gäste werden in die Welt von Valerion eintauchen und gleichzeitig eine aufregende Achterbahnfahrt erleben.
Das macht mir persönlich ein wenig Angst, weil ich eigentlich nie in Achterbahnen einsteige. Aber hier werde ich wohl eine Ausnahme machen müssen. Eurosat Costiality mit Valerian wird die einzige Achterbahn sein, die ich je fahren werde. Und nach all dem, was ich jetzt schon vorab sehen durfte, bin ich mir sicher, dass es einzigartig wird. Ich finde es besonders spannend, dass das Erlebnis schon vor der Achterbahnfahrt beginnt. Die Gäste bekommen gleich am Anfang das VR-Headset aufgesetzt und tauchen bereits im Wartebereich in die virtuelle Welt ein, noch bevor sie in den Achterbahnzug eingestiegen sind. Die Fahrt selbst ist besser, als ich es erwartet habe. Wir haben ja die ersten Testfahrten hinter uns, Gott sei Dank, denn das war ja der große Anspruch, den wir an die neue Schiene hatten, dass die Fahrt wesentlich sanfter, wesentlich ruhiger wird und dass die neuen Fahrfiguren, die wir noch einbringen konnten, dann eine entsprechende Wirkung haben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es im Dunkeln ist, wie es mit der Dekoration kommt. Es kann ja nur noch besser werden. Eine großartige erste Fahrt. Was ganz Spezielles, wenn man auf der Achterbahn vom Großvater fahren darf. Viele Kindheitserinnerungen. Man hat natürlich schon Bammel vor der ersten Fahrt. Letztendlich denn so wie die alte Bahn. Jetzt ist es noch besser geworden. Es ist ja sehr weich. Wenn die Bremsen noch richtig eingestellt sind, dann wird es auch noch ein bisschen schneller. Ein großartiges neues Fahrgeschäft und es macht einfach riesen Laune. Bravo! Glück! Und dann ist er noch dabei. Super!